Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter im guten Archiv des Herzogs. Wir sterben jetzt erstmal. Scheiße, ey Gott, das fängt ja gut an. Ich wollte gerade sagen, ich habe heute vor, mal ein bisschen voranzukommen. Ich meine, wir sind gut vorangekommen jetzt die letzte Zeit. Zumindest die letzten zwei Parts oder so, ja. Sind wir ganz gut vorangekommen, so. Aber jetzt wird's halt langsam kritisch. Jetzt geht's auch an die schwierige Phase da drin. So, okay. Aufpassen hier. So, hopp. Nein, scheiße, gerade so. Oh, meine Fresse. Es ist spannend wie eh und je. So. Ich hau euch alle kaputt. 17.000 Seelen. Wir könnten eigentlich mal wieder aufleveln. Fällt mir gerade auf. So, die machen wir jetzt erstmal alle weg hier. Ja, es ist halt so saudoof. Wir müssten uns eigentlich, warte mal, wir müssten das Bonfire mal leiten. Wir machen jetzt mal so. So. Und dann leveln wir auf. Und ich werde das Ganze mal hier auch entzünden. Weil das macht schon mehr Sinn irgendwie gerade. So, da müssen wir uns allerdings beeilen, weil jedes Mal, ich weiß nicht, also die kommen ja immer an hier, da muss ich mich echt beeilen, damit ich auch aufleveln kann. So, oder mal ein bisschen weggehen. Das kann ich natürlich nicht aufleveln. Das ist sehr kacke. Jetzt, da muss ich jetzt echt immer die Leute hier töten, weil ich sonst quasi im Kampf bin. Ah, scheiße, nein. Weil ich sonst quasi im Kampf bin und das nicht geht. So, immer einen großen Schlag und dann mache ich mich weg von dem Gitter. Mehr geht einfach nicht. So, einer ist jetzt tot, ne? Ja. Zwei sind tot. So, geh mal kaputt. Genau, sehr schön. Und es geht trotzdem noch nicht. Naja, komm, dann gehen wir hier durch. Ich töte die anderen jetzt nicht. Wir schaffen das schon irgendwie. Es ist, glaube ich, auch nicht so weit. Wir müssen jetzt einfach hier hoch. Ich mache jetzt die Logan Quest nicht. Also das habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Ich bin ja immer noch ein bisschen erkältet. Beim letzten Mal war ich noch nicht so ganz erkältet. Jetzt ist meine Stimme ein bisschen bedeckt. Ich rede ein bisschen nasal. Also, es sieht mir das nach. Ich bin noch nicht ganz so auf der Höhe, wollte aber trotzdem jetzt hier für euch noch da sein, damit ihr ordentlich gucken könnt. Ist ja jetzt schon ein Tag ausgefallen, aber ja, so sei es. So, das ist ja sehr fair, dass der mich direkt anspringt, wenn ich da reingehe. So, jetzt muss ich mich hier erstmal orientieren. Wir müssen irgendwie zum Bonfire kommen. Fragt mich jetzt nicht. Ich muss irgendwie nach unten, das weiß ich noch. Es wird aber kein leichtes Unterfangen. Scheiße, gerade wenn jetzt aus allen Ecken und Enden hier die Viecher kommen. Scheiße, wo kam da jetzt der Pfeil her? War das auch von ihm? Ja. Habe ich jetzt gar nicht gesehen so richtig. So, vielleicht beide mit Eimer? Nee. Ja, scheiße, natürlich wieder einen Pfeil abgekriegt. Ja, ich muss hier wirklich aufpassen und wirklich sorgsam mit meinem Zeug umgehen. Okay, der ist tot. Ein gerades Kristallschwert. Ja, hat viel viel Angriff. Macht aber jetzt nicht so viel Sinn, weil es ja relativ wenig Zeug hat. Haltbarkeit. So, falls ich zwischendurch huste, ich habe es jetzt in den anderen Let's Plays auch schon gesagt, falls ich zwischendurch huste, niesen sollte, ich weiß nicht, ob ich vergesse, es wegzuschneiden. Falls ich es nicht vergessen sollte, dann wundert euch nicht, wenn kurz Ruhe ist und ich einfach mit einem Satz abbreche, mit dem Sprechen, dann huste ich oder niese. Falls ich doch irgendwie es vergessen sollte, dann ja, tut's mir an dieser Stelle schon mal leid, dass ihr euch das mit anhören müsst. Ja, ich kann mir immer nicht merken, bei welchen Teilen ich da niesen musste und bei welchen nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? So, jetzt kriege ich mal, ja, ich wollte gerade sagen, direkt den Pfeil ab. Das war fast klar. Okay, so. Kriegen wir das jetzt hin? Sehr schön. Der ist tot, ja. Warte mal, wir heilen uns mal und sparen ein bisschen an dem Zeug. So.
Aber so Agromod-mäßig unterwegs sind die hier noch nicht, ne? Ah, okay, da unten kommen sie. Ja, hätte ich mal nicht gesagt. An manchen Stellen stacken die aber. So ein bisschen. Also, es ist nicht ganz so unfair, dass die jetzt irgendwie auf alle auf einem Haufen dann sind. Und mir dann entgegenspringen. So, komm. Jawohl. Hey, wir müssen jetzt alle nacheinander hier wegmachen. Es nützt im Grunde nichts. Ah, von der anderen Seite kommt auch noch ein Pfeil. Alter, Scheiße hier. Okay, ja, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Weg, weg, weg. So, gerade zum Glück noch keinen Pfeil abgekriegt. Ach Gott, ey. So, wir kriegen auch schön Menschlichkeit hier, wenn wir die Viecher töten. Für jeden 10. Gegner, glaube ich. Wenn ich recht informiert bin. Ah, hier kommen sie alle. So, wir machen jetzt erstmal den Pfeilfuzzi weg. Der nervt mich ja am meisten. So, zack, in den Rücken. Und da ist er weg. Und dann scheiße. Da kommt der nächste Pfeilfuzzi. Ich krieg zu viel. So, jetzt sind wir wenigstens hier geschützt, während wir das machen. So, komm, komm, trink. Ja, Gott, glücklicherweise haben wir es geschafft. Jetzt heilen wir uns hier an der Ecke. So, und ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie ich anständig dahin komme. Zum Leuchtfeuer. Wir müssen irgendwie nach unten. Das steht fest. So, der ist tot. Scheiße, und der muss jetzt mal nach oben kommen. Okay. Vor allem die Magier sind ja auch noch immer unterwegs. Und ich werde mich jetzt nicht großartig mit Kisten und sowas hier abquälen. Okay, da ist eine Tür. Wir müssen also das Ding hier drehen. Das ist auch immer so eine Sache mit Treppen und so und Rätseln, ja. Ich muss hier ums Überleben kämpfen und habe dann keine Zeit, um noch halbwegs komische Rätsel hier zu lösen, von wegen, welche Tür, welche Treppe führt wohin und so ein Kack, ey. Das hat mich schon beim ersten Mal genervt. Deswegen Duke's Archives nicht so geil, irgendwie. So. Theoretisch müsste irgendwo noch ein Magier sein. Aber nur theoretisch. So, und da runter müssen wir, denn da ist das Leuchtfeuer. So, jetzt sind wir quasi wieder hier. Okay, jetzt baue ich gerade sicher. Da ist ein Bogenschütze. Alter Vater, okay. Ja, jetzt weiß ich immer nicht. Wir müssen irgendwie... Wo ist denn der Aufzug? Ach so, da ist gar kein Aufzug. Tja. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt in dieser Drecksituation. Zum Glück häufen die sich überall irgendwie. Ja, jetzt sind wir quasi wieder hier. Tja. Ja, keine Ahnung, Jungs und Mädels, ich bin leicht überfragt. Da kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Aber da geht's halt nicht durch. Wir müssen auf jeden Fall dann auf der anderen Seite da durch, wenn ich mich nicht täusche. So, das drehen wir nochmal. Ich habe echt keine Ahnung, das ist... Ah, oh Gott, ich hasse es. Ernsthaft, ich hasse es. Ich hab's beim ersten Mal irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe. Ob ich mich durchgestorben habe, aber eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung. So, zwei Heilungen und zwei Flakons haben wir noch. So, wir könnten jetzt theoretisch, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen ja eigentlich
wenn ich mich jetzt nicht arg täusche. Dahin wäre halt ganz cool. So, ja, müssen wir doch dahin. Siehst du mal, die Treppe habe ich auch gar nicht gesehen so richtig. Die habe ich gar nicht realisiert. Hier geht's auf jeden Fall schön nach unten. So, den haben wir kaputt. Ja, und die kommen jetzt alle noch nicht so ganz krass hier. Also die sind alle ein bisschen nicht ganz so aggro. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja, gut, die kommen ein bisschen hochgelaufen, aber das war's halt auch. Oh, da versammeln sie sich alle. Hier auch. Scheiße. Jetzt könnte es kritisch werden. Nein! Ach Gott, ey. Ah, scheiße, Mann. Das ist kacke. Ey, kurz vorm Ziel quasi. So, dann rennen wir jetzt. Wir rennen jetzt. Ich weiß nicht, von wo die Echsenmänner kommen. Kommen die von hier oben oder von da unten? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Aber wenn jetzt genau entgegenkommt, dann scheint das hier sicher zu sein. Ja, dann sind sie ja nicht. Okay, dann haben wir jetzt zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, wo wir ungefähr hin müssen. So, den machen wir platt. Nicht mit einem Meucheln. Scheiße, wieso denn nicht? Mensch! So, das ging mal wieder voll in die Hose. So, kriegt man den so? Jawohl. Dann heilen wir uns. Alter Vater, ey, es ist ein Drecksgebiet. Das ist Wahnsinn. Und Steve ist auch nicht so mein Lieblingsboss, muss ich sagen. Also es ist alles andere als mein Lieblingsboss. So, komm, komm, komm. Die Bogenschützen sind halt auch immer so sehr nervig. Scheiße, komm, komm, Mann. Okay, heilen. Ich verbrauche erstmal die Heilung jetzt. Also zumindest in der Zeit, wo es so relativ ruhig ist. Wo ich keine Gegner habe. So, da ist jetzt auch noch so der Typ hier. Der sich auch irgendwie gar nicht wegteleportiert. Normalerweise teleportiert er sich noch weg. Ab einem gewissen Punkt. Wenn man den nicht schnell genug tötet zumindest. So, ah, hier ist ein Mage. So, den müssen wir jetzt irgendwie... Den müssen wir irgendwie ausweichen. Ja, das meinte ich hier. Okay, dann... Oh, scheiße. So, dann haben wir den jetzt weg. Da ist er jetzt. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Da ist er jetzt, glaube ich, keine große Bedrohung. Und dann versuchen wir jetzt mal nach unten zu rennen. Vielleicht noch die Leiche zu erwischen. So, hier gehen wir vorbei. Und dann sind wir direkt bei unseren Seelen. Ah, da kommen sie jetzt alle. Im Hauf. Alter, nein. So, jetzt. Die sind eigentlich ganz gut gestaffelt. Wenn ich da das geschickt anstelle, kann ich die ganz gut auf einmal töten. Ja, geil, ey. Komm, 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 trink was, trink was, trink was mehr. Okay. So. Sehr schön. Einmal mit allen. Einmal alle tot. So, hier die Seele. Der Weg nach unten ist relativ frei. Und da ist das Bonfire im Grunde. Wir müssen einfach nur hier durch. Und da ist das Bonfire. Ich krieg zu viel. Zumindest das haben wir jetzt geschafft. Geht zur Seite, Mann. Ich hab doch hier keine Zeit. Ach Gott. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Wir haben das Bonfire entzündet. Okay, dann machen wir uns noch menschlich. Dann entfachen wir das Ganze noch. Und ich glaube, dann ist die Zeit auch relativ bald schon um. Eine Menschlichkeit haben wir noch. Die nehmen wir einfach mal. Wir brauchen mal irgendwie eine neue Rüstung oder sowas. Müssen wir irgendwie mal nach Duke Archives, muss ich mal hier... die Elite-Ritter-Rüstung vielleicht holen oder sowas. Oder danach können wir eigentlich auch ins DLC. Eventuell. Ich weiß nicht, ob das so krass ist momentan noch. Müssen wir mal gucken. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, auch noch den Shortcut frei machen. Aber zumindest haben wir jetzt
den Dingens. Das Bonfire. So. Dann müssen wir jetzt hier irgendwo durch. Da kommt nicht schon Mimik da durch. Ja. Liebe Freunde, ich sag dann schon mal Tschüss und bis morgen. Um 16 Uhr geht's dann weiter mit Dark Souls im Agro-Mod. Ja. Wir müssen jetzt erstmal das gute Dingens hier finden. Das gute, den guten Shortcut. Um dann Thief zu erledigen. Ja, bis morgen. Mach's gut. Ciao, ciao.